Die Energiewende, das war die Frage, die mir mitgegeben wurde. Funktioniert die Energiewende und was braucht es dafür, dass sie funktioniert? Vielleicht einfach kurz zur Erinnerung, wenn wir über die Energiewende reden, wenn wir darüber sprechen, und das wird sich auch bei meiner Kurzpräsentation jetzt herausstellen, und eben wenn wir alle die Medien konsumieren, dann ist es meistens und zum ganz großen Teil ist vom Strom die Rede. Und wenn wir aber den Gesamtenergiekonsum betrachten, dann macht der Strom, wie es hier dargestellt ist, eben nur einen Viertel aus, und der große Rest, die anderen drei Viertel, das ist Wärme und das ist Mobilität. Und das muss man sich immer bewusst sein, wenn man von der Energiewende spricht. Und das ist der eine Teil, und der andere Teil ist, dass es darum geht, wie viel an Gesamtenergie konsumiert man, und das ist symbolisiert hier mit den beiden Kreisen. Der große Kreis ist das, was wir heute konsumieren, und der kleine Kreis ist das, was in Zukunft eigentlich noch konsumiert werden sollte, wenn wir nach dem Konzept oder der Vision der 2000-Watt-Gesellschaft funktionieren wollen in Zukunft, wo wir dann nur ein Drittel der Gesamtenergie konsumieren. Nun, Stichwort Atomausstieg. Stichwort Atomausstieg, das ist eigentlich der erste Punkt, der zu beachten ist aus unserer Sicht. Das ist das erste Ziel, das zu erreichen ist, und damit wieder beim Viertel des Gesamtenergiekonsums, beim Strom. Der erste Schritt, Atomausstieg, den muss man fixieren. Und um den zu fixieren, sind drei Aspekte aus unserer Sicht zu berücksichtigen. Zum einen die Umstellung auf erneuerbare Energien, zum zweiten die Steigerung der Energieeffizienz, und zum dritten, das hat Amadeus vorher sehr schön dargelegt, geht es um die dezentrale Energieproduktion, und das ist hier mit einheimisch eben auch lokal und eben auch innerhalb des Landes die konsumierte Energie produzieren gemeint. Ein Wort zur Energieeffizienz bzw. zur Stromeffizienz. Es gibt hier diese Broschüre, das ist das Bild, was ihr vorher gesehen habt. Diese Broschüre wurde von den 5 Umweltorganisationen, also neben uns auch Greenpeace, WWF, VCS und Pro Natura, zusammen ausgearbeitet. Und hier wird das Konzept der 100% erneuerbaren Energieversorgung dargelegt, durchgerechnet, und die Broschüre ist hinten aufgelegt. Wer sich interessiert dafür, kann die gerne mitnehmen. Und hier einfach ein Beispiel, wie viel Potenzial in einer Steigerung der Effizienz drin liegt. Das ist ein Drittel des heutigen Stromkonsums. Wenn wir die beste Technologie anwenden würden, dann könnte man rein mit Effizienzmaßnahmen eben 6,4 Mal das Atomkraftwerk Mühleberg ersetzen. Nun, ein Beispiel, welche Maßnahmen wir zuerst sehen würden in der Umsetzung, nämlich bei der Effizienz. Da ist für uns an erster Stelle steht eine Lenkungsabgabe, wie wir sie bei Brennstoffen, bei Heizöl und bei Erdgas heute schon haben. Für uns ist klar, dass es eine Lenkungsabgabe auch auf Strom braucht, und das eigentlich als Übergangsphase und als Schlussvariante wäre für uns die allerklarste, logischste Variante eigentlich die ökologische Steuerreform. Das hat Bastian Schirmer vorher ja auch schon dargelegt. Bei den erneuerbaren Energien ist das erste und wichtigste Instrument zur Umsetzung, zur Erreichung einer erneuerbaren Stromproduktion, die kostendeckende Einspeisevergütung. Nun,
Der Verkehrsbereich, das ist der zweite Problempunkt, den wir haben. Im Verkehrsbereich steigt nach wie vor der Gesamtenergieverbrauch, entsprechend wie auch das Gesamtverkehrsvolumen zunimmt in der Mobilität. Und hier einfach ein paar Stichworte, was für uns da Maßnahmen wären, um den Verkehr halbieren zu können. Es braucht genau auch wieder eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffe. Es braucht schärfere Vorschriften für Fahrzeuge, Verbrauchsvorschriften als die vorgesehen sind vom Bund. Und es braucht eine klare Förderung von Fußverkehr und von Veloverkehr, Fahrradverkehr. Und Raumplanung ist ein Punkt und für uns ist noch wichtig, es darf keine Subventionierung in irgendeiner Art und Weise geben von motorisierten Individualverkehr. Das heißt auch keine Förderstrategien von Elektrofahrzeugen, das würde in die falsche Richtung führen. Der dritte Energieverbrauchsaspekt, eben der Wärmebereich, das ist der Bereich, der einzige neben Mobilität und Strom, wo wir schon auf einem absinkenden Pfad uns bewegen. Trotzdem ist das der größte Bereich und wo es noch viel zu tun gibt, da geht es darum, dass die Lenkungsabgabe erhöht werden muss, dass es darum geht, die Gebäudeinfrastruktur besser zu isolieren, dass die nicht erneuerbaren Wärmequellen durch erneuerbare ersetzt werden und sowohl bei Heizung wie auch bei Warmwasser. Und das zum Schluss. Aus unserer Sicht, ja, die Energiewende, die kann gelingen, aber die richtigen politischen Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden. Es geht um die politischen Rahmenbedingungen in erster Linie aus unserer Sicht und nicht um individuelles, freiwilliges Handeln. Und diese Rahmenbedingungen, die setzen wir in unserer direkten Demokratie.